Was an Berlin-Kreuzberg ist nicht deutsch? Und was macht die Menschen im bayerischen Bierzelt deutscher? Ist das, weil in Kreuzberg Menschen vieler Nationen leben und Menschen vieler Biografien und nicht nur Menschen, deren Familien seit Hunderten von Jahren in diesem Land leben? Ist das, weil in Kreuzberg Menschen verschiedener Religionen leben und nicht nur Menschen einer? Ist das, weil in Kreuzberg Menschen verschiedener politischer Überzeugungen leben und Menschen verschiedener sexueller Identitäten und nicht nur einer? Eine CDU, die diesen Weg geht, die anfängt zu definieren, wer normal ist und wer nicht, wer deutsch ist und wer nicht, wer dazugehört und wer nicht, die geht einen gefährlichen Weg, die geht einen verantwortungslosen Weg, gerade in einer Zeit wie dieser.